Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der Nordfriesischen Marschvielfach. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüßt euch. Wir haben jetzt in der letzten Folge Wasser hier nach oben gebracht. Das müssen wir wahrscheinlich wieder machen. Wir nehmen jetzt aber noch ein bisschen Zeliermittel mit rein. Zeliermittel mit, nicht mit rein. Weil ich habe am Hof ein kleines Problem bei der... Welche Fabrik war das jetzt? Beim Fermenter bin ich der Meinung. Ja, hier. Da läuft nichts. Ne? Da ist hier Schicht im Schacht, haben sie gesagt. Das funktioniert so nicht. So, 10.000 Liter gehen da rein. Das heißt, wir nehmen auch so knapp 10.000 Liter mit. Ich muss es ja nicht voll machen. Das passt schon. Das heißt, das gehört jetzt zum Fermenter. Dann würde ich auch tatsächlich den Fermenter als Abladepunkt nehmen. Wenn ich den habe, ne? So, 9,6 reicht, passt. Hab ich... Fermenter? Da oben, Fermenter, guck mal. Fermenter abladen. Lass mal dahin düsen. Dennis, guten Abend, grüß dich mal besser. Hallöchen. So, Fermenter abladen haben wir. Der ist jetzt tatsächlich gerade da. Das ist nicht gut, was du hier machst. Du müsstest nämlich hier vorne rein. Wobei, da kann er auch nichts für. Das habe ich ihm einfach falsch gesagt. Weil erfahrungsgemäß, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Es ist immer noch so. Haben wir hier einen Gang für nicht so wendige Fahrzeuge. Nennen wir es mal ganz vorsichtig so. Alles mitnehmen. Butter, Joghurt. Keine Ahnung, was da noch alles bei ist. Nehmen wir alles mit. So, dann werden wir mal die erste Rutsche verkaufen am Baumarkt, würde ich sagen. Und dann können wir zu Edeka oder Lidl fahren. Ist mir schnupp. Und dann können wir den auch schon mal hochschicken zum Dingensbummenskirchen. Zur Zuckerfabrik, weil da müssen wir den Dingens mitnehmen. Den, ja, ihr wisst, was ich sagen will. Den Kalk, der da rumsteht. Den müssen wir da mitnehmen, weil der steht ein bisschen doof. Ne? So, was haben wir noch auf dem Zettel? Wir haben bestimmt noch ein bisschen Bodenbearbeitung. Der Kalkstreuer ist auch fertig. Jetzt wäre nur die Frage, wollen wir denn jetzt hier... Wir haben jetzt auf der 12, wollten wir, glaube ich, war das das Pappelfeld, was wir machen wollten? Wir wollten irgendwo Pappeln drauf machen, auf alle Fälle. Safe. Weiß ja nicht mal, wo das jetzt war. Auf die 3. Da ist er gerade noch bei am Scheine sammeln. Ja, natürlich will ich Kalk selber. Das wird alles eingelagert, Fendt. Das wird alles eingelagert. Also ich werde keinen Kalk verkaufen. Das habe ich jetzt vielleicht falsch formuliert. Ich möchte das nur zum Hof bringen. Ne? Okay, was machen wir denn auf die 12, meine Damen und Herren? Doch, wir brauchen Hackschnitzel. Komm, wir brauchen Hackschnitzel dringend. Die Produktion steht sehr, sehr häufig, weil zu wenig Hackschnitzel da sind. Also wir müssen, einmal Hackschnitzel müssen wir schon machen. Damit wieder ein bisschen Vorrat da ist. Weißt du, was ich meine? Lab in den Wald, habe ich überhaupt keinen Bock. Habe ich überhaupt keinen Bock. Nee, der Brooks, das, ich weiß nicht warum, aber ich kann mich mit dem Brooks nicht einfreunden. Wirklich nicht, ey. Meist für die BGA, die wir nicht haben, das macht keinen Sinn im aktuellen Startum. So. Pappeln ist Nightmare, frag ans. Was soll das bedeuten? Also Pappeln geben Hackschnitzel, fertig. Mehr brauche ich nicht. Ob das jetzt gut, schlecht oder aufwendig ist, ist erstmal egal, weißt du? Der kann noch ein bisschen Stroh auffüllen, glaube ich, habe ich gehört. Das müsste doch klappen, so. So. Dauert nur zum Ernten, wirst du keinen Spaß haben. Ist egal, ich brauch's. Das nutzt halt einfach nichts. Wenn ich das brauche, dann brauche ich das. Das ist ja da so. Der braucht aber auch nicht mehr lang. Können wir direkt hier Pappeln draufballern? Benötigt Kalk. Haben wir nicht hier Kalk draufgeworfen? Oder bin ich jetzt blöd? Wir hatten... Ja gut, da werfen wir nochmal Kalk drauf. Der fährt jetzt hier runter. Das ist okay. So, den wollte ich jetzt gerade haben. Dann machen wir das mal fix hier. Ich würde es gerne auf der Fläche drauf lassen, weil ich genau weiß, dass die Joghurt und das ganze Zeug, weißt du, dass das nicht runterkommt. So, lassen wir mal kurz hier. Dann schnabulieren wir uns nochmal den Weißen. Das ist nämlich der Kalkkollege.
Oh, wir müssen von oben Kalk holen, ne? Warte mal, dann machen wir das mit der Haube. Nee, ja, komm, wir fahren mit dem nach oben. Ist doch egal. Weil das dauert mir sonst zu lange jetzt. Ich habe gedacht, es geht ein bisschen schneller, aber es dauert mir zu lange. So, Zuckerfabrik, aufladen. Das passt. Dann fährst du mal nach oben. Das ist okay. So, jetzt müssen wir zum Baumarkt. Jetzt machen wir das so, weil es geht vielleicht ein Ticken schneller. Dann springen wir hier nochmal rein. Wir müssen nämlich am Hafen oben. Ich glaube, ich habe im Hafen auch nochmal stehen. Das müssen wir uns aber schon, müssen wir uns nochmal angucken. Bändchen rum. So, Klopapier, Butter, Joghurt, Sahne, Quark und Vollmilch. Klingt nach einem, ja, klingt nach einem Menü. So, den Rest bringen wir hier weg bei Edeka. Oh. Erstmal im Ferment angekommen. Sehr schön. Da muss ich mich auch gleich drum kümmern. Geld kommt rein. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal kurz zum Hof. Und zwar in die Richtung hier. Du hast abgeladen. Sehr schön. Dann müsste der Fermenter auch wieder laufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Fermenter läuft wieder. Sehr gut. Dann kannst du wieder deinen ursprünglichen Plan hinterhergehen. Und zwar war das... Hof, Wasser. Wasser. Das war dein ursprünglicher Plan. Das machst du mir bitte. Dann läuft das auch wieder. Sehr schön. So, der hier ist jetzt soweit. Jetzt muss ich kurz im Hafen nur gucken, ob da was steht. Ob sich das lohnt, hochzufahren. Weißt du, was ich meine? Wobei, es lohnt sich sowieso. Es muss sich lohnen. Die BGA ist drin. Also Daniel, ich weiß nicht, was eine BGA bei dir kostet, aber bei mir kostet die mehr als wie eine Million. Mehr als eine Million. Wir machen die Zeit mal auf mal zwei. Ich glaube, du fährst mir jetzt auch nochmal kurz zur Zuckerfabrik, weil wir haben natürlich auch noch Zucker, was weg muss, ne? Ich weiß nur nicht, ob der jetzt in Säcken rauskommt oder wieder rauskommt, das weiß ich jetzt nicht. So, den hier, achso, da brauchen wir noch Kalk. 1,8 Millionen für die BGA. Deswegen, ja, das stimmt. Wenn, er meinte, wenn du die Sachen vom Fischer verkaufst, ich glaube nicht, dass der Fischer so viel Zeug drin hat. Wir können gerne gucken gemeinsam, wirklich. Hier nicht, sondern hier. Aber hier steht nicht viel, ne? Das unterschätzt man. Oder überschätzt man. Wir schicken dann gleich einen LKW nach oben, aber hier liegt nicht viel. Das ist wirklich so. So, das übernehme ich. Da stellen wir jetzt mal um auf... Müssen wir auf Big Bags oder auf Paletten umstellen? Paletten, Metall, Euro-Paletten. Da kommt schon der zweite, sehr schön. Versuchen, lassen wir mal so. Ob das vielleicht so klappt? Das sieht nicht so aus. Nee. Das heißt, wir müssen da jetzt mal umschalten. War da keine drauf jetzt? Was denn? Komm mal her. Das sind normale, das sind Big Bags, ne? Ich habe ab und zu das Problem. Warte mal, ich schalte das mal aus hier. So, das müssen wir jetzt umschalten. Flüssigtanks, Big Bag Paletten. Sind das da hier? Ja, das sind sie. Big Bag Paletten. Feld 11 ist abgeschlossen. Sehr schön. Müssen auch gleich nochmal gucken, ob das wirklich alle waren. Weil wenn das nämlich... Alles gut, beruhig dich. Weil ich glaube ja, dass da mehr rauskommen könnte. Lass nochmal gucken. Zuckerfabrik. Okay, das war wirklich alles. Sehr schön. Das heißt, du, mein Freund, kannst zum Hof. Ja, du kannst zum Hof. Das passt. Das heißt, Hof. Silo. Abladen. Da fährst du mir bitte hin. Immer ein Lurk. PC reparieren. Reparieren. Oh, Dennis, viel Glück, ne? PC reparieren ist immer so ein bisschen schwierig. So, dann stellen wir das hier ein. Einlagern ist drin, das passt. Das andere wäre auslagern, das will ich nicht. Abwasser können wir gleich direkt verkaufen, ist eh schon drin, das passt auch. Zucker. Ja. Zucker nehmen wir mit. Zucker nehmen wir mit.
Kalk auf Einlagern. Kalk ist doch auf Einlagern. Guck doch hier. Steht doch schon, ist schon alles da. Oder seht ihr das nicht? Warte. Vielleicht könnt ihr das auch nie sehen. Ja doch, das könnte man schon sehen. So. Wie hast du das gemacht, dass der Werkzeugcontainer so schnell geht? Ich weiß nicht, den habe ich so bekommen. Weiß ich nicht, wie das passiert ist. So, ich würde tatsächlich den jetzt hier... Warte mal, ist da noch was drin? Ja, das passt. Der, mit dem fahren wir jetzt mal ganz fix hoch. Warte mal, haben wir noch im Labor was, was wir verkaufen könnten? Aber ich glaube, da war nichts. Leerpaletten, aber... Warte mal, die Hefe. Brauchen wir die Hefe für irgendwas? Glaube nicht. Auslagern. 6 Paletten. Guck mal. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, meine Damen und Herren. Weil dann kommt der Kollege, der kann 60 Paletten laden, theoretisch, ne? Dann kommt der Kollege jetzt einfach mit nach oben zum Hafen. Dann nehmen wir noch den Hafen mit. Weißt du, was ich meine? Und dann fahren wir weiter. Das, glaube ich, wird eine ganz gute Idee sein. Sela, danke dir für 10 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank. René, dankeschön auch dir für 10 Monate. Herzlichen Dank euch. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wie wäre es mit dem schicken Stall auf dem Hof? Erstmal nicht. Weil momentan auch die Prioritäten anders sind, ne? Fell 11 fertig. Ich weiß, ich kann mich nur nicht vierteilen. Wo hänge ich denn jetzt fest? Da ist doch gar nichts. Hallo? Hier ist nix. Das muss ich nicht verstehen, oder? Zu schwer ist Quatsch. Hat sich doch gerade bewegt. Fährt doch tipptopp, fährt er. Das war nur... Vielleicht bin ich irgendwo aufgesessen und hängen geblieben. Das weiß ich nicht. Das ist möglich, du. So, wir fahren jetzt nochmal hoch. Jetzt müssen wir... Irgendwas hat der. Irgendeine Kollision hat der Anhänger. Ich weiß nicht welche, weil irgendwie... Ab und zu in der Kurve, dann verhängt er sich immer. Seht ihr das? Er hüpft ab und zu so ein bisschen. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ist mir letztes Mal schon aufgefallen, dass er ab und zu... Also wenn ich jetzt, warte mal, hier ist eine gerade Fläche, ne? Eine gerade Fläche, meine Damen und Herren. Wir fahren jetzt mal so einen kleinen Kreis. Das ist eine Nachfrage beim Bahnhof. Das macht natürlich nichts, ne? Aber irgendwie kam mir das vorher schon komisch vor. Willst du eine BGA bauen oder die auf der Map kaufen? Ich möchte die auf der Map kaufen, tatsächlich. Die, südliche, ist das richtig? Also die untere auf alle Fälle, die in Hofnähe. Schon wieder, ne? So. Nehmen wir mal das Fischbrötchen mit, du. So, zack. Dann nehmen wir auch alles mit. Dann gucken wir nochmal kurz nach im Hafen, ob da noch was drin ist oder nichts mehr. So, da muss Diesel hochgebracht werden. Da haben wir nichts mehr. Die Muscheln können wir mal verkaufen, aber das lohnt auch nicht wirklich. Also das ist jetzt auch nicht der krasse Verdienst, ne? So, wir schauen jetzt mal, wo es denn am meisten für Zucker gibt, ne? Wo ist denn Zucker? Mit meinem Glück überlese ich das wieder. Boah, 900, guck mal. Dann lass doch gleich zu Lidl fahren. Wo ist Lidl? Wo ist Lidl? Etwas war doch hier unten. Hier ist Aldi, ja. Hier in der City war... Was ist hier? Nee. Hier ist Edeka. Hier ist Lidl. Komm, dann lass zu Lidl fahren. Lass mal, guten Abend, grüß dich. Warum keine Fett-BGA? Ich würde gerne das verwenden, was ich hier habe. Erstmal. Sprich, der nächste gehen, wenn wir das später noch eine holen. So, dann haben Werner im Chat einen schönen guten Abend gewünscht. Hoffe, ihr hattet eine schöne Woche im Chat. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Also, tipptopp. Tipptopp. Ja, irgendwas liegt das, Micha. Ich weiß auch nicht, was es ist. Das war jetzt wegen dem Bodenhügel, ne? Geh doch zu Lidl. So.
So, los geht's. Dann, was haben wir noch? Was ist jetzt aktuell oder akut? Er ist fertig, den können wir beenden. Können auch wieder mal so eine geile Mission machen, ne? Hätte ich Bock drauf, du. Weil das macht sich eh von alleine. Roman haben wir noch hier, ja. Düngen. Oh. Was haben wir hier? Feld 48. Unser Lieblingsfeld. Ja, komm. Lass knattern. Feld 48. Gut ist, weißt du? So. Hof. Nee, nicht Hof. Mama, parken 2. Los, weg. Grobemissionen hätten wir jetzt einige auch gesehen, ne? Wobei ich weiß noch nicht, was ich für die eigenen Felder noch brauche. Ne, brauche ich doch gar nicht. Guck mal. Brauche ich nicht. Feld 48. Da flitzen wir. Lassen wir den mal hochflitzen. Wir haben ja so viele Fahrzeuge übrig. Da werden wir jetzt eins mit dem Wender bestücken. Dann werden wir mal gleich den Schwader hinterher schicken. Oh, ich bin gerade ein bisschen komisch, aber läuft. Gut, meine Damen und Herren, ihr seht, die Arbeit füllt sich hier. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns gerne morgen wieder zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Bis dahin, macht's gut. Wissikowski. Bye, bye.